Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal Tipps und Ratschläge für einen reibungslosen Freizeitparkbesuch. Und das Video richtet sich in erster Linie an Leute, die schon Ewigkeiten oder im schlimmsten Falle noch nie einen Freizeitpark gesehen haben. Ich erkläre euch heute mal ein bisschen was. Viel Spaß! So, ihr Lieben, mein erster Tipp ist eigentlich der banalste und selbstverständlichste. Trotzdem möchte ich dazu noch ein bisschen was sagen. Deshalb mein Ratschlag, fahrt früh los, seid früh im Park. Ja, ist doch selbstverständlich, werden jetzt viele sagen. Wenn ich schon für teuer Geld das Eintrittsticket gekauft habe, möchte ich auch ein Maximum an Zeit im Park verbringen. Völlig richtig, diese Einstellung, aber schaut im Vorfeld nicht nur einfach auf Google Maps nach, wie lange die Anfahrt dauert, sondern rechnet auch nochmal 15 Minuten drauf, vom Parkplatz bis zum Parkeingang. Ihr müsst natürlich auch mal Toilettenpausen, Stau und so weiter mit einkalkulieren. Denkt auch dran, an Sonntagen ist ja für viele LKW halt eben das Sonntagsfahrverbot, das kann man ausnutzen, kommt schneller voran. Klappt allerdings nicht immer. Manchmal hast du das Problem, dass gerade Ferienbeginn oder auch Ferienende in anderen Bundesländern ist. Die fahren dann da lang. Da sind wir auch schon mal drauf reingefallen. Wenn ihr früh im Park seid, habt ihr auch den Vorteil, dass ihr die ersten Fahrten an den Fahrgeschäften noch mit relativ wenig oder überhaupt keiner Wartezeit absolvieren könnt. Ein guter Tipp ist auch nicht gleich vorne anzufangen, sondern ein bisschen reinzulaufen in den Park, denn die Fahrgeschäfte, die da sind, die sind noch überhaupt nicht frequentiert. Auf diese Art und Weise kann man teilweise in der ersten Stunde echt schon viele Fahrten sammeln und geht dann deutlich beruhigter durch den Park, um es mal so zu sagen. Gerade wenn man halt vorhat, bestimmte Fahrgeschäfte zu nutzen, ist das echt der Tipp aller Tipps. Nächster Tipp, ganz klar, achtet auf die Wettervorhersage. Das machen viele sowieso automatisch, da sie tagtäglich in ihre Wetter-Apps gucken. Ihr solltet aber auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Also zum Beispiel Sonnenschutz mitnehmen, Sonnenbrille mitnehmen. In vielen Freizeitparks ist es vereinzelt immer noch so, dass an den großen Fahrgeschäften immer noch keine Sonnensegel oder irgendwas, was euch vor der Sonne schützt, gespannt ist, installiert ist. Das kann im schlimmsten Falle wirklich zu einem Sonnenstich führen. Auch die Erfahrung habe ich als hellhäutiger, sommersprossiger Typ schon machen müssen. Pullman City in den Sommerferien ist jetzt 2 Jahre her. Pullman City ist im Harz, so eine Westernstadt, und Wartezeit an der Tageskasse über 1 Stunde. Online vorbuchen war nicht möglich irgendwie und wir standen da in der prallenden Sonne. Wirklich, ich habe so geschwitzt, ich habe einen Dachschaden gekriegt. Du konntest auch nirgendwo an den Rand gehen, weil dann hast du diese Warteschlange komplett verlassen müssen. Ja, und dann nach über 1 Stunde war ich dran. Ich habe den Tag dann zwar halbwegs genießen können in Pullman City und abends hatte ich einen richtig schönen Sonnenstich. Mir war schlecht, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe ein bisschen Temperatur gekriegt. Ganz toll, herzlichen Dank. So, nächster Tipp, wir werden mal ein bisschen spezieller und konkreter, wie auch immer. Wenn ihr Brillenträger seid, genauso wie ich, dann vergesst um Himmels Willen euer Brillenetui nicht. Es gibt immer noch viele Großfahrgeschäfte, wo ihr die Brille abnehmen müsst. Also nicht zwingend müsst. Die Parks lockern das tatsächlich nach und nach, habe ich so beobachtet die letzten Jahre. Man kann die Brille auch oft auflassen, aber auf eigenes Risiko. Und meine Brille ist auch nicht immer so fest, also die kann dann schon mal wegfallen. Ich habe die schon ganz oft festhalten müssen. Ich weiß auch, im Freizeitpark Plon habe ich sie sogar vergessen abzusetzen. Da habe ich sie in der Hand gehalten. Ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber besser als diese teure Brille zu verlieren. Letztendlich werdet ihr sie aber häufig absetzen, dann braucht ihr ein Brillenetui, denn diese Brille einfach lose in die Gepäckablage zu legen, ist keine gute Idee. Denn es gibt immer wieder andere Fahrgäste, die ihre schweren Rucksäcke auf deine Brille draufklatschen. Ja, und im schlimmsten Falle ist die hin oder zumindest verbogen oder so. Und wenn ihr einen eigenen Rucksack noch dabei habt, den ihr auch natürlich in die Gepäckablage steckt, dann könnt ihr die Brille logischerweise vorher in den Rucksack tun. Aber auch da ist die Gefahr groß, dass andere irgendwas noch auf euren Rucksack draufstellen oder gegentreten oder gegenbuffen, irgendwas. Also die Brille ist tatsächlich in ihrem eigenen Etui am besten aufgehoben, glaubt mir das. Ja, der nächste Tipp ist eigentlich eher so eine Information für Leute, die schon lange keinen Freizeitpark besucht haben. Vergesst nicht, dass vieles heutzutage online funktioniert, das heißt auch die Parktickets und auch die Parkplatz-Tickets.
Tickets, nicht vergessen, das mitzubuchen, gibt es im Vorfeld online, meistens auch mit Vergünstigungen, und ihr erhaltet dann häufig ein Barcode oder ein QR-Code per E-Mail. Macht einfach einen Screenshot mit dem Handy von dieser E-Mail. Also nein, falsch, nicht von der E-Mail. Das braucht der Park nicht. Ihr braucht nur den Barcode oder nur den QR-Code. Welches System die haben, ist ja völlig unerheblich. Jedenfalls, manchmal steht auf den Websites auch, ihr könnt das dann ausdrucken und dann kommen die Leute mit den hochauflösendsten Farbausdrücken an, vorne an der Kasse dann in den Parks. Das ist kompletter Quatsch. Diese Druckertinte könnt ihr euch sparen. Die brauchen nur den Barcode oder den QR-Code. Und es reicht aus, das auf dem Handy zu haben. Ist ja auch empfehlenswert, weil Papier sparen und so weiter. Und ihr könnt dann euer Handy mit diesem Barcode unter die Scanner heutzutage halten. Das funktioniert eigentlich in jedem Freizeitpark und die können das auch alle lesen. Ja, das kriegt jeder hin. Manchmal dauert es ein bisschen, weil dann dreht sich ja der Bildschirm, blüht manchmal unerwünscht und kein Problem, dann macht man es nochmal. Irgendwann geht das schon. Aber ihr braucht da keinen Ausdruck und ihr braucht nicht die komplette E-Mail oder irgendwelche Bestätigungsfenster. Das müsst ihr denen alles nicht zeigen, das interessiert die nicht. Für euren Besuch im Freizeitpark solltet ihr euch wirklich bequemes Schuhwerk und generell bequeme Kleidung auswählen. Ich habe es schon oft gesehen, dass wirklich Frauen mit High Heels im Park sind oder Männer mit Flipflops, mit Adiletten. Ja, oder auch Leute mit komplett weißer Kleidung. Ja, geh mal bitte in eine Wildwasserbahn. Ich meine, Wasser und ein bisschen Schmutz, das ist affin aufeinander. Und natürlich kommst du mal irgendwo gegen die Reling, was weiß ich. Bums, hast du deine weiße Kleidung ganz schnell dreckig gemacht. Also macht's nicht zu kompliziert. Das ist da keine Modenschau, so ein Freizeitpark. Ja, da sind wir alle gleich, wollen wir alle einfach nur einen schönen Tag haben. Wenn der Freizeitpark eine Hängeachterbahn hat und ihr das mitfahren möchtet oder auch andere Fahrgeschäfte, wo ihr mit den Beinen quasi in der Luft baumelt, dann empfiehlt es sich, Schnürschuhe anzuhaben. Es gibt ja immer öfters diese Turnschuhe zum Reinschlüpfen. Die sind unheimlich bequem. Ich mag die auch gerne, habe die auch. Aber für einen Freizeitparkbesuch sind die meiner Meinung nach für solche Hängeattraktionen ungeeignet. Freifalltürme zum Beispiel gibt es ja auch noch, habe ich ganz vergessen. Und es kann halt auch sein, dass der Ride Operator dann schon mal was sagt, wenn ihr nur so einen Schlüpfschuh anhat. Also die gucken da drauf und eventuell heißt es dann Schuhe ausziehen. Du darfst dann auch mit Socken so eine Achterbahn fahren, da haben die wiederum kein Problem mit. Ist aber halt die Frage, ob ihr das möchtet. Ach ja, und wo wir schon beim Thema sind, Wechselsachen mitzunehmen ist auch keine schlechte Idee, gerade wenn ihr gerne Wasserfahrgeschäfte fahrt. Und es generell nicht so warm draußen ist. Also ich meine, Wasserbahn kann man ja auch bei 10 Grad fahren und so weiter. Ist ja kein Problem heutzutage. Die meisten Fahrgeschäfte sind vom Nässefaktor her eher moderat eingestellt. Aber die meisten heißt nicht, dass das auf alle zutrifft. Bei manchen wirst du richtig nass. Und egal wie die Bahn eingestellt ist, es kann immer mal sein, dass irgendwie so ein Schwall an Wasser, so eine kleine Flutwelle, dich einmal komplett überschüttet und dein Beinkleid wirklich von oben bis unten komplett durchnässt ist, so als hättest du das gerade durch die Badewanne gezogen. Das kann schon mal kühl werden und spätestens, wenn ihr dann die Heimfahrt antretet, ist es unangenehm, da stundenlang mit nasser Hose im Auto zu sitzen und dann macht ihr euer Polster noch nass und ne, Wechselsachen, fertig, habt da kein Problem. Wenn ihr vorhabt, im Freizeitpark etwas zu essen, dann beachtet im Vorfeld schon mal das gastronomische Angebot, insbesondere dann, wenn ihr Vegetarier, Veganer oder Allergiker seid oder irgendwelche Unverträglichkeiten habt. Dann schaut vorher mal nach. Also die Zeiten sind mittlerweile so, dass das jeder Park mitbekommen hat und dementsprechend ein Angebot bereitstellt. Aber es kann manchmal sein, dass die Angebotspalette wirklich gering ist und gewisse Sachen euch einfach nicht munden und ihr dann dasteht und nichts essen könnt oder nichts essen wollt oder so. Schaut im Vorfeld nach. Am günstigsten wird es natürlich, wenn ihr euch selbst was mitnehmt. Auch wir haben uns das schon öfters vorgenommen und tatsächlich auch was mitgenommen. Aber wenn du dann im Park bist und die Situation einfach eine andere, gelöstere ist und du in diesem Flow bist und das Geld dann sowieso lockerer sitzt, auch wenn du dir vorher was anderes vorgenommen hast, dann holst du dir ja trotzdem mal eine Portion Pommes oder Eis oder, ach, okay, ich schweife wieder ab. Also, wenn ihr gewisse Unverträglichkeiten habt oder kein Fleisch essen möchtet, dann schaut euch sicherheitshalber vorher mal das gastronomische, ich wollte jetzt astronomisch, das gastronomische Angebot des Parks an. Nächster Tipp, überschätze dich nicht. Doch dieser Tipp ist besonders für Leute da, die jetzt schon lange keinen Freizeitpark mehr gesehen haben.
Dass die Fahrgeschäfte mittlerweile alle von einem ganz anderen Kaliber sind, das werdet ihr sehen. Alles ist höher, schneller, weiter. Alles ist irgendwo intensiver, aber alles ist gleichzeitig auch angenehmer zu fahren, sicherer. Du sitzt heute nicht mehr in irgendwelchen Sitzen, wo du denkst, oh, da kann ich nach 2 Minuten mehr ein neues Steißbein bestellen. Die Zeiten sind vorbei, das ist alles ergonomisch geformt, du fühlst dich wie in Abrahams Schoß, wie ich immer sage. Also gebt diesen modernen Fahrgeschäften, auch wenn sie in erster Linie ein bisschen bedrohlicher wirken als früher, denn die sind ja auch alle ausladender, pompöser, die ganzen Stahlträger sind viel massiger geworden, gebt diesen Fahrgeschäften durchaus eine Chance, aber überschätzt euch nicht. Also wenn ihr schon lange keine Achterbahn gefahren seid und ihr denkt, ach naja, früher die alte Vekoma Achterbahn, die habe ich doch geliebt, ist doch kein Thema, da kann ich doch Achterbahn fahren. Ja, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert, diese Fahrgeschäfte sind richtig intensiv geworden und die ganzen Fahrfiguren, die es mittlerweile gibt, diese ganzen Feelings, die man damit hervorrufen kann, das war vor 20, 30 Jahren alles noch Zukunftsgeschichte. Konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das noch so sich weiterentwickeln kann und man noch so neue Feelings rausholen kann. Aber das führt mich auch gleich zu meinem nächsten Tipp. Unterschätzt euch nicht. Also wenn ihr euch jetzt nämlich in gar nichts reintraut, ist ja auch Kacke. Denn warum fahrt ihr dann in den Park? Ja, es gibt immer Leute, die gar nichts fahren. Die kommen halt mit, die haben ihren Spaß, indem sie halt zugucken. Kann auch Spaß machen, muss man ganz klar sagen, wenn man das partout nicht fahren will und das so für sich akzeptiert und dann halt eben einfach das Zugucken genießt, dann ist das völlig in Ordnung. Natürlich ein bisschen schade um den teuren Eintritt, keine Frage, aber es ist halt so. Wenn ihr aber generell gerne irgendwas fahrt, euch aber nicht traut, dann empfehle ich euch, völlig uneigennützig natürlich, meine Anti-Angst-Videos zu vielen, vielen Fahrattraktionen. Ich habe eine Playlist Anti-Angst-Videos, da gibt es zu vielen Großachterbahnen in Deutschland, ich meine, eine ausländische Bahn ist bei, nämlich Ride to Happiness. Kann man sich entsprechend informieren, wie so das Fahrfeeling ist, wie man dagegen arbeiten kann, um seine Angst zu überwinden. Ja, das mal nur so am Rande. Nehmt einfach Attraktionen, die nicht ganz so mega sind, oder nehmt Attraktionen, die schnell vorbei sind, zum Beispiel einen Freifallturm. Ja, da kann man sich ja mal ein bisschen ausprobieren. Nächster Tipp, um keinen Ärger zu provozieren. Ihr könnt in den Parks filmen mit eurem Handy, mit irgendwelchen Kameras, aber bitte nur euch selbst und auch nur außerhalb der Fahrgeschäfte. Es gibt Freizeitparks, da darfst du die sogenannten On-Ride-Videos machen, darfst also mit einer Action-Cam und einer entsprechenden Vorrichtung, also so einem Brustgürtel, in den Fahrattraktionen einsteigen. Das ist aber gesondert ausgewiesen in den AGB des Parks. Das heißt, du musst dich im Vorfeld informieren auf der Website. Und wenn dir das erlauben, dann kannst du das natürlich machen. Es ist aber wichtig, dass du nur dich selber filmst. Und es gibt noch einen Tipp, den ich persönlich auch immer berücksichtige. Ich nehme in die Parks keine Selfie-Sticks mit. Selfie-Sticks kannst du halt eben lang machen. Dann hast du eine lange Metallstange. Das hat immer so ein bisschen was von Schlagstock, finde ich, so ein bisschen. Also ich meine, wenn ich damit zuhaue, knickt das Ding kaputt. Ja, davon mal ab. Beim Schlagstock ist die Sache ein bisschen anders. Aber trotzdem kommen viele Leute auch auf den Trichter, dann die Kamera mit ihrer 3-Meter-Verlängerung in den abgesperrten Bereich einer Achterbahn zu halten, um ganz tolle Aufnahmen zu produzieren. Ja, und dann halten die Kamera wirklich schon über der Schiene zukommen. Putsch. Und der Fahrgast ganz vorne kriegt im schlimmsten Falle noch so eine massive Kamera ins Gesicht. Also das geht natürlich gar nicht. Insofern kann ich auch die Parks verstehen, dass das überhaupt nicht gerne gesehen ist, so Selfie-Sticks. Lasst die Dinger zu Hause wirklich. Macht eure Aufnahmen mit dem Handy, mit Riesenkameras meinetwegen auch, für private Zwecke kein Problem. Aber achtet auf die Regeln. Ja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Regel. Diskutiert nicht mit den Mitarbeitern. Sehen wir immer wieder. Ja, informiert euch im Vorfeld, was die Fahrattraktion angeht, über Alters- und Größenbeschränkungen. Die sind in Stein gemeißelt. Das legt der TÜV fest. Das ist amtliche Auflage. Da darf der Park keine Ausnahme machen. Auch nicht, wenn es um einen halben Zentimeter geht. Er darf es einfach nicht. Die werden da keine Ausnahme machen. Und der Ride Operator, der auf den Job angewiesen ist, sowieso nicht. Und der will euch damit nicht ärgern. Es gibt manchmal Sicherheitsbestimmungen, wo ich mich auch frage, was
soll das? Beziehungsweise warum ist das hier so und woanders nicht? In manchen Parks musst du sogar die Halstücher ablegen, obwohl die ganz fest am Körper sitzen und Pulli noch drüber und Jacke drüber. Oder die Frauen müssen sich ihre langen Haare zu einem Pferdeschwanz binden und hinten in die Jacke stecken und so. Es gibt solche Bestimmungen, die natürlich immer wieder für Irritation sorgen, aber es ist so, du kannst nicht mitfahren. Und letztendlich ist diese Regel ja eigentlich auch ganz vernünftig, muss man sagen. Denn eine Strangulationsgefahr ist da, wenn lange Sachen aus der Fahrgastgondel, aus dem Sitz hängen. Ich muss an der Stelle sagen, es gibt ja auch noch unsere muslimischen Mitbürgerinnen, die möglicherweise Kopftuchträgerin sind. Und da gab es ja schon das öfteren heiße Diskussionen von wegen Diskriminierung und so weiter. Wenn ich als Deutscher ein Halstuch oder auch ein Kopftuch trage, kann ja sein, es gibt ja auch Männer, die gerne mal ein Kopftuch tragen oder so ein Stirnband, irgendwie sowas, dann können wir das natürlich trotzdem ablegen vor einer Achterbahnfahrt und machen es hinterher wieder um. Bei einer muslimischen Frau geht das nicht. Die kann das nicht einfach ablegen. Das verbietet ihre Religion, das verbietet ihre Religion in dem Moment. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Hijabs, also diese Kopftücher, wirklich mit einer tollen Bindetechnik wirklich fest am Körper sind, auch fast immer noch mit einer Sicherheitsnadel gesichert sind oder so. Und wenn eine muslimische Frau in der Achterbahn einsteigt, glaubt mir, die weiß ganz genau, wie fest das ist. Und das fliegt nicht weg. Das haben die wirklich im Griff. Und viele Parks sind ja auch wirklich lockerer geworden, was das Thema angeht. Ich finde aber auch, dass da die Kommunikation im Vorfeld auf Internetseiten und so weiter noch sehr mangelhaft ist. Und das wollte ich an der Stelle nur mal sagen, dass die Parks da vielleicht echt mal nachrüsten sollten. Denn weder Ride Operator noch kopftuchtragende Frauen haben Lust auf diese Diskussion. Ich kann aber wirklich verstehen, dass diese Frauen das echt nervig finden, ständig darauf angesprochen zu werden, blöde Sprüche zu kriegen und dann noch gesagt zu bekommen, das sei ein Sicherheitsrisiko. Also da müssten die Parks dann doch mal ein bisschen, ja, darf man das sagen, lockerer werden. Nächster Tipp, nächster Ratschlag, nehmt bitte Rücksicht auf andere. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das sowieso getan hättet. Ich will damit aber sagen, viele schalten doch so ihr rationales Denken im Freizeitpark aus. Und das meine ich gar nicht böse. Ich kann es ja verstehen. Man ist ja reizüberflutet. Man versucht sich ja irgendwie auch zu orientieren. Guckt aber bitte, also erstmal, es ist überhaupt nicht schön, wenn ihr in der Vierer- oder Sechserreihe nebeneinander geht und ganze Wege blockiert. Das machen wirklich extrem viele. Und wenn ich dann entgegenkomme, wird kein Platz gemacht. Das ist ärgerlich. Ich muss dann wirklich immer schon auf die Grasnarbe springen und frage mich auch, warum muss ich das eigentlich tun? Warum hat denn von den 6 Leuten, die mir entgegenkommen, es jetzt keiner geschafft, mal zur Seite zu gehen? Und wenn man wirklich mal was sagt, ich mache das ja schon gar nicht mehr, dann kriegt man immer noch einen dummen Spruch zurück, einen aggressiven Spruch im schlimmsten Falle. Das finde ich überhaupt nicht schön. Nein, wir wollen alle einen schönen Tag haben im Park. Und wenn Leute entgegenkommen, dann habt bitte Respekt, ich mache das auch so, dann müsst ihr zur Not halt mal hintereinander gehen. Ganz einfach. Die Warteschlangenbegrenzung ist übrigens auch kein Turngerät und nicht dazu gedacht, gegenzutreten. Weiß nicht, warum das so schwer ist. Das ist alles auch Sachbeschädigung. Aber Leute, haltet euch doch bitte mal an eure gute Erziehung, die ihr von eurem Elternhaus mitbekommen habt. Denn gerade in solchen Situationen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, gelten diese Regeln. Ja, an der Stelle noch ein Tipp, um uns allen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Ein sehr konkreter Tipp, Ratschlag. Wechselt bitte nicht das Geld und fangt nicht an, vor einer Achterbahnfahrt fremde Leute umzusortieren. Ich hasse das. Also, ich muss das erklären. Man steht ja an und kurz vor der Fahrt mit der Achterbahn kommt ja dieses Gate. Das sind diese Dinger, die dann so aufgehen. Und da können ja immer schon mal 2 oder 4 oder 6 Leute sich anstellen am Gate. Ist vorher immer so ein bisschen wuselig, aber dann sortiert man sich. So. Und nehmen wir jetzt mal so eine herkömmliche Achterbahn, wo in jeden Waggon nur 2 Leute reinpassen. Geht bei uns, wir sind 3 Leute in der Regel, geht immer schon nicht auf. Das heißt, ich fahre häufig alleine und meine Frau fährt mit meiner Tochter. Und dann muss man immer schon gucken und vorher abzählen, dass man auch zusammenfahren kann. Besser gesagt, man muss es nicht. Aber viele Leute,
die dann vielleicht zu sechst im Park sind, die fangen dann an abzuzählen. Die wollen unbedingt diese Achterbahnfahrt zusammen machen. Das ist ja verständlich, aber Leute, es geht halt nicht immer. Ihr könnt da nicht immer anfangen, oh, können Sie bitte noch mal zwei nach hinten gehen? Dann können wir nämlich alle zusammenfahren. Oder nee, wissen Sie was? Schauen Sie mal, da hinten ist doch noch was frei. Da können Sie doch hin. Da können Sie mit uns mitfahren. Nee, oder warten Sie, wissen Sie was? Wir tauschen gleich. Nein, lasst uns doch bitte in Ruhe. Echt? Dann ist das halt so. Ich hasse das. Ich hasse das, wirklich. Also, es wird ja teilweise in den Parks auch schon angeschlagen, keine freie Sitzplatzwahl. Wir versuchen einfach schnell abzufertigen. Bitte nehmen Sie einfach Platz, so ungefähr, wenn dann Platz frei ist und fertig. Aber also nochmal, fangt nicht an, die Leute umzusortieren. Das hat schon für viel, viel Ärger gesorgt. Und wenn ihr übrigens an dem Gate ansteht, dann müsst ihr auch in diesen Waggon einsteigen und nicht in den Waggon, nur weil da rein zufällig ein Platz noch frei ist oder so. Haben wir auch schon mal gehabt. Meine beiden standen an dem Gate an. Ich stand mit einem Mann hier an. Könnt ihr das sehen, was ich zeige? So, hier, da standen meine beiden. Gate geht auf, der Mann wechselt einfach mal den Waggon. So, ich steige natürlich ein. Meine beiden konnten nicht zusammenfahren, gucken in die Röhre. Lilly durfte damals noch nicht alleine fahren, also meine Frau musste mit, die mussten zu zweit fahren. Haben sie noch mal eine Fahrt gewartet. Es ist einfach frech, ist das. Ja, wir haben dann extra schon wirklich uns gefreut, dass wir zusammen fahren können. Und das ist das, was ich meine. Mensch, Leute, seid doch nicht immer so aufgeregt. Mensch, huh. Letzter Tipp für heute: Vergesst die Rückfahrt nicht. Zurück müsst ihr, die meisten denke ich mal mit dem PKW. Der Fahrer muss dann immer noch fit genug für die Rückfahrt sein. Das heißt, er sollte sich nicht völlig verausgabt haben, dass er nur noch eine halbe Stunde fahrtüchtig ist. Er sollte auch nicht so viele Sachen gefahren sein, die er nicht vertragen hat, sodass ihm total kotzübel ist. Das sind alles keine guten Voraussetzungen. Also irgendeiner muss ja noch fit genug für die Heimfahrt sein. So, morgen bin auch ich mal wieder mit meiner Familie in einem schönen großen Freizeitpark. Und ja, ihr merkt ja selber, neue Freizeitparks zu zeigen auf diesem Kanal wird für mich persönlich immer schwieriger. Denn ich kenne ja jetzt im Umkreis von 350 Kilometern alle Freizeitparks und habe sie abgelichtet auf dem Kanal gezeigt. Es wird also immer schwieriger, neue Vlogs rauszuhauen. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Ich bedanke mich erstmal für heute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.